Ja, sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin sehr, sehr gut aufgenommen worden. Ich fühle mich sehr wohl. Ist eine super Truppe. Und deswegen, ja, passt rundum, sage ich jetzt mal. Fühle mich wirklich sehr, sehr wohl. Rechnest du damit, irgendwann sogar zum Einsatz zu kommen auf deiner Position? Gibt es ja relativ große Konkurrenz. Also da muss man, ich glaube, niemanden schlecht reden. Ich glaube, wir haben gute Spieler auf der Position auch. Natürlich sind es da nicht 8 Stück irgendwie, wo sich da anbieten. Ich glaube, wenn man das erste Mal dabei ist, wäre es absolut falsch, irgendwelche Ansprüche zu stellen. Wenn der Teamchef mich aufstellt, dann bin ich bereit und werde mich zerreißen auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt zu früh. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt erstmal dabei bin und möchte mich da ins Team einfügen und den Job oder diese Arbeit übernehmen, die dann dem entspricht. Gut, es ist immer eine Rechnerei, sage ich jetzt mal. Für mich ist alles noch möglich. Also solange es möglich ist, müssen wir dran glauben und natürlich alles dafür geben. Ja, ich glaube, eine WM zu spielen, das ist jedem sein Traum. Deswegen glaube ich auch, da sind alle Jungs bis in die Haarspitzen motiviert. Und wir glauben alle dran, deswegen... Sonst ist man im Sport im falschen, sage ich jetzt, Platz oder was auch immer, wenn man nicht das Maximum rausholen möchte. Deswegen, natürlich, wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel schauen, aber also, wir haben das noch nicht abgeschrieben, sage ich jetzt mal. Ja gut, ich glaube, Wales hat sehr, sehr gute Einzelspieler, vor allem in der Offensive. Auch die Briten, das kennen wir von denen, die spielen sehr, sehr robust. Die haben jetzt auch bei der EM sehr, sehr gute Spiele gezeigt. Ich glaube, das ist eine sehr starke Mannschaft, deswegen müssen wir da dagegenhalten. Läuferisch wie auch kämpferisch dagegenhalten. Aber also wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft auch selber. Ich glaube, wir können auch Fußball spielen. Deswegen glaube ich, könnte ein ausgeglichenes Spiel werden. Und wir müssen einfach natürlich die 2, 3, 4 oder 10% dann mehr geben als der Gegner und hoffen natürlich auf ein positives Ergebnis. Ja gut, ich glaube, bei der ersten Nominierung ist immer eine große Freude da. Überraschung, ja, das ist schwierig zu sagen. Ich habe vorhin schon mal ein, zwei Mal auf der Abrufliste gestanden. Aber natürlich, dann, wenn der Anruf kommt und man weiß, okay, man ist jetzt wirklich mit dabei, das hat geklappt, dann ist die, sag ich mal, die Freude war größer als die Überraschung in dem Moment. Ja, natürlich der Respekt oder auch die Wertschätzung ist natürlich da. Aber ich glaube, das spricht auch jetzt für den David oder auch für die anderen Weltklasse-Spieler, die man da noch haben. Also da gibt es überhaupt keine Allüren oder so. Die sind wirklich sehr, sehr gute Typen. Und an der Stelle sage ich jetzt mal Dank an die ganze Mannschaft, dass man da wirklich aufgenommen wird, als wäre man nie weg gewesen oder als wäre man schon Jahre mit dabei. Das spricht für den Team-Spirit und ja, deswegen fühle ich mich, glaube ich, auch so wohl, ja. Moritz, auch von meiner Seite willkommen beim Nationalteam. Gab es denn, dass wir ein wie Einstand singen, dass die Nationalteam das machen? Ja, ich hoffe jetzt, da taucht kein Video irgendwo auf oder irgendwie ich tauche nach dem Spiel mit einer Glatze auf. Ich weiß nicht, ich werde da vielleicht noch überrascht mit was. Bisher waren alle sehr freundlich und, sage ich mal, zuvorkommend. Deswegen, da gab es noch keine peinliche Situation oder dergleichen. Du hast ja bis jetzt so diese ganze Situation im österreichischen Nationalteam von außen betrachten können. Wie realistisch schätzt du denn das ein, dass das gut klappt? Ja gut, als Sportler, sage ich mal, ist man ehrgeizig und da wird man sonst aufs Glatteis geführt, wenn man da jetzt sagt, da ist alles möglich. Ich glaube dran, also solange es irgendwie keine mathematische Spielerei irgendwie wird, solange wir es aus eigener Hand oder aus eigener Kraft noch schaffen können, müssen wir dran glauben. Ich glaube auch, es wäre falsch, wenn jetzt eine WM-Qualifikation, solange es noch möglich ist, abschreibt. Das ist wirklich für den Fußball, ich glaube, das größte Ereignis überhaupt, eine WM zu spielen. Und von der Qualität in der Mannschaft bin ich absolut überzeugt. Jetzt auch schon nach 2, 3 Tagen, das sieht man auch im Training, das ist wirklich eine super Mannschaft. Und deswegen müssen wir alle zusammen stehen, zusammen arbeiten und das Beste rausholen. Ja. Ja, das ist so eine Frage. Nee, ich glaube,
als es, sag ich mal, mit der Staatsbürgerschaft oder auch mit dem Pass und der Spielberechtigung dann vor allen Dingen auch zum Thema wurde, hatte ich wirklich absolut hervorragenden Kontakt mit dem Willi Ruttenstein und auch mit dem Mario Margreiter. Und für mich ist auch ganz wichtig, neben dem, dass im Fußball halt alles so schnelllebig ist und austauschbar ist, sind die Menschen, die dahinter stehen. Und ich habe von Anfang an einen sehr, sehr guten Eindruck gehabt. Die haben sich dann auch sehr um mich bemüht. Und deswegen, glaube ich, hat sich der Eindruck auch bestätigt, als ich jetzt zum Team gekommen bin. Macht sehr, sehr Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Und ja, dass man da natürlich dann seinen Beitrag dazu beitragen möchte, das hat dann auch irgendwie Aufschlag gegeben, dass da vielleicht sogar eine Perspektive sportlich da ist. Und deswegen war da eigentlich nachher keine Entscheidung mehr nötig. Ja. Könnte man letzte Frage bitte? Ja gut, die Schwächen, die wischt man immer unter den Tisch. Nein, ich glaube, jetzt auch bei Rubin Kazan, ich bin athletischer Spieler, positiver Typ auf jeden Fall. Wenn man jetzt drei aufzählen muss, dann vielleicht die Schnelligkeit, einen guten Flankenball und irgendwie kann auch die nötige Energie in ein Spiel reinbringen oder die nötige. Ja. Schwierig zu sagen, das sollen vielleicht auch besser andere dann beurteilen, was jetzt die Stärken oder Schwächen sind. Das vielleicht gibt es da Experten, die können das besser beurteilen. Dankeschön, danke. Naja, ist ja wieder mal nichts Neues, dass wir um drei Punkte spielen und wir wollen wie jedes Spiel drei Punkte holen. Wir wissen, dass es eine sehr schwierige Aufgabe sein wird, in Wales zu bestehen. Ich denke, es wird ein ähnliches Spiel sein wie gegen Irland. Eine ähnliche Mentalität wird uns da entgegenkommen. Aber auch da haben wir gesehen, dass drei Punkte möglich sind und dementsprechend wollen wir die holen. Aber Rechnereien oder Ähnliches bringen eh nichts, weil wir müssen erstmal unsere Leistung bringen. Jetzt wird das Match gewinnen und diesen Ausgleich knapp vor Schluss. Das muss man noch besser machen. Ja, ich glaube, dass wir da schon sehr viel gut gemacht haben. Wir haben dieses kampfbetonte Spiel sehr gut angenommen. Sind mit einer schönen Standardvariante in Führung gegangen, hatten dann auch noch die eine oder andere Möglichkeit, das 2-0 zu erzielen. Da müssen wir uns vielleicht den Vorwurf machen, dass wir das nicht getan haben. Und dann ist klar, dass wir zu keiner Zeit irgendwie abschalten dürfen oder aufhören dürfen, hoch konzentriert zu spielen, weil mit den Fans im Rücken und dieser Mentalität sind die Iren und natürlich auch die Waliser immer gefährlich. Also nicht, dass ich wüsste. Natürlich ist das Transferfenster noch offen und natürlich wird da der ein oder andere Verein noch was tun. Ob jetzt irgendwelche Spieler konkret betroffen sind oder nicht, das weiß ich gar nicht. Aber selbst wenn es so wäre, glaube ich nicht, dass es irgendwie schadet, weil wir sind jetzt hier beim Nationalteam. Wir haben zwei extrem wichtige Spiele für die WM-Qualifikation vor der Brust und ich glaube, dass selbst wenn jemand noch mit dem Wechsel zu tun hätte, dass auch trotzdem beides geht. Also Konzentration auf das Nationalteam und im Notfall auch Konzentration auf den Vereinswechsel vielleicht. Martin, du bist mit Hannover mehr als gut in die Bundesliga gestartet. Wie ist es denn wieder zurück zu sein in der Bundesliga? Ja, man weiß es definitiv wieder zu schätzen. Ich habe 6 Jahre lang in Folge mit Stuttgart erste Bundesliga gespielt und obwohl es das Größte ist, was man in Deutschland machen kann, gewöhnt man sich selbst an so eine tolle Sache. Und das Jahr in der zweiten Liga hat dann im Grunde genommen wieder gut getan, um diese Bundesliga zu schätzen. Und wir freuen uns riesig, wieder da zu sein. Und ich glaube, das versprühen wir auch. Und wenn man dann noch der sportliche Erfolg mitkommt, so wie es jetzt gerade ist, dann ist ein absoluter Traum. Jetzt ist das so wie ein Konkurrent für dich. Wie ist die Situation?
Ja, also Konkurrenz gibt es viele und oder Konkurrenten gibt es viele und gehört dazu, ist auch sehr wichtig. Also ich glaube, dass wir da auch noch Handlungsbedarf hatten, deswegen haben wir alle damit gerechnet. Ist sicherlich ein komplett anderer Spielertyp als ich, deswegen mache ich mir jetzt da jetzt als direkten Konkurrenten weniger Sorgen, aber natürlich muss ich mich auch weiterhin beweisen und wird weiter um meinen Stammplatz kämpfen müssen, aber das hat mit der Verpflichtung eigentlich nicht viel zu tun und dass er dann so einschlägt und uns den Sieg beschert mit seinem Tor, das freut uns natürlich alle. Ja, ist nur auf Glück oder Pech zu reduzieren, ist glaube ich ein bisschen zu einfach. Aber natürlich spielt auch das in gewissen Situationen mit. Also ich kann mich in der EM-Qualifikation erinnern, dass wir das eine oder andere Spiel da wirklich gewonnen haben, wo man sich danach gedacht hat, wow, da haben wir jetzt echt das Glück gehabt. Und jetzt sind wir natürlich eher am Hadern und sagen, wow, jetzt kriegen wir da in der Nachspielzeit noch ein Gegentor oder schießen zwei Tore in Serbien und es reicht trotzdem nicht zum Punktgewinn. Natürlich ist das auch ein Faktor, aber wir müssen einfach auch wieder zu unserer Form und zu dieser Gier zurückfinden, die wir in der EM-Qualifikation hatten. Und da sind wir natürlich auch in einen positiven Lauf gekommen, der derzeit immer mal wieder unterbrochen wird. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass die Leistungen auch in dieser Qualifikation nicht schlecht waren, sondern die Ergebnisse haben nicht so gepasst. Ja, wir trauen uns alles zu. Also denke, das haben auch die Spiele gezeigt, die wir bisher gespielt haben, dass kein Gegner dabei war, der übermächtig war oder der nicht zu schlagen war. Natürlich gehören da immer zwei Mannschaften dazu. Natürlich ist es eine sehr schwierige Aufgabe, aus 12 Punkte aus 4 Spielen zu holen. Aber wir tun, glaube ich, auch ganz gut daran, jetzt erstmal zu versuchen, 3 Punkte in Wales zu holen. Also sonst bringen die ganzen anderen Punkte nichts. Ja, das ist ja keine neue Situation und wir standen schon im ersten Spiel in Georgien, standen wir schon unter Druck, weil wir da quasi zum Siegen verdammt waren. Also ich glaube, dass das einzige Spiel, in dem wir nicht unter Druck standen in letzter Zeit, war das letzte Spiel gegen Liechtenstein, weil wir da schon fix qualifiziert waren. Aber sonst, ja, gibt es, glaube ich, in Österreich keine Qualifikation, wo wir in einem Spiel nicht müssen. Also deswegen erübrigt sich das eigentlich. Ja, ähnlich wie schon in Irland. Also es wird sehr körperbetont, es wird ein physisch sehr starker Gegner auf uns zukommen, die dann natürlich auch noch individuelle Qualität mitbringen, gerade mit Bay und Ramsey vorne. Und dann aber wird es auch wieder darauf ankommen, dass wir trotz des Gegners auch unser Spiel wieder auf den Platz bringen können. Also sprich unsere Schnelligkeit, unsere Umschalten, dann aber auch unsere Ballsicherheit. Also es ist jetzt nicht nur so, dass der Wade spielen wird, sondern es wird auch eine österreichische Mannschaft auf dem Platz stehen, die sich sicherlich gut verkaufen wird. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher und habe ein sehr gutes Gefühl bei diesem Spiel. Glücklich bin ich nicht, natürlich. Ich glaube aber, das ist kein Spieler, der auf der Bank sitzt oder in den ersten Spielen nicht spielt. Das ist das Geschäft, das gehört ein bisschen zu dem Sport dazu. Es können nicht 27 Mann im Kader jedes Spiel spielen, aber ja, meine Aufgabe ist es, dann eben damit umzugehen und versuchen, das zu ändern. Ja, also das Transferfenster schließt ja morgen und Stand jetzt ist alles so, wie es ist. Ich bin beim Nationalteam und konzentriere mich gerade aber auch sehr da drauf, weil wir auch wirklich eine ganz wichtige Aufgabe hier haben und das ist das, was ich gerade aktiv beeinflussen kann. Die
der Erwartungshaltung ist, glaube ich, seit der erfolgreichen EM-Qualifikation immer so gewesen, dass wir jedes Spiel unter Anführungszeichen fast gewinnen müssen und es erwartet wird. Das ist nichts Neues für uns. Wir haben damit auch jetzt im Herbst schon zu tun gehabt, mal besser, mal schlechter. Trotzdem sind wir von uns überzeugt und haben auch sowohl gegen Wales, auch jetzt im Juni gegen Irland gezeigt, was ein relativ ähnlicher Gegner sein kann, dass wir bestehen und gewinnen können. Ähnlich wie gegen alle anderen Topstars, gegen die wir bis jetzt schon gespielt haben. Wir haben immer versucht, das als Mannschaft zu verteidigen. Wir haben, denke ich, eine sehr physisch starke Mannschaft, die auch dagegenhalten kann und auch in einzelnen Situationen nicht nur Spieler allein am Platz gegen andere Spieler lassen kann, sondern wir unterstützen uns und versuchen dann gegenseitig, so wie wir es auch in Wien teilweise sehr gut hinbekommen haben, gegen Wales einzelne Spieler auch zu verteidigen. Ja, der Kevin ist ein Spieler mit viel Qualität und gerade einer, der sehr kreativ sein kann und das Spiel beleben kann. Deswegen ist es immer schade, wenn so ein Spieler dann einen Verein verlässt, aber ja, das ist seine Entscheidung und die Vereine haben sich dazu entschieden, deswegen Teil des Geschäfts. Aber kann man das kompensieren jetzt auf die Schnelle? Wird man sehen. Der Verein wird sich was dabei gedacht haben. Ich denke schon, der Kader ist groß, dass man so einen genau den Typ Spieler nicht nur mehr hat, das ist auch klar, aber man wird es versuchen. Ist für dich persönlich auch aus dem Resten im Team auch eine Möglichkeit, den Heiko Herrlich davon zu überzeugen, kannst du eigentlich in die Stammelte lösen? Das weiß ich nicht, was die Einflussfaktoren auf die Entscheidungen vom Trainer beim Verein sind. Für mich persönlich ist es wichtig, beim Nationalteam zu spielen und gut zu spielen und voranzugehen, mir gute Laune oder Selbstvertrauen zu holen, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch mein primäres Ziel jetzt in den nächsten 10 Tagen. Ist es schwierig, bei einem Verein momentan reserviert zu sein und dann diese Liederrolle übernehmen zu müssen? Nein, es ist nicht schwierig, weil also zum einen ist es nichts Neues für mich. Ich habe das letztes Jahr im Herbst auch schon mal gehabt vor dem Lehrgang, dass ich nicht so viel gespielt habe. Ist mir dann auch ganz gut gelungen. Außerdem ist es ja im Verein auch nicht, heißt es ja nicht nur, wenn man nicht von Anfang an spielt, dass man nicht vorangehen kann oder versuchen kann, auch Leute mitzunehmen. Und das tue ich dort wie hier. Ja, Euphorie ist eine Folge des Erfolges gewesen und den haben wir jetzt momentan einfach nicht in der Serie und in der Häufigkeit, wie wir das letzte Quali-Runde gehabt haben. Wenn man im Herbst einfach alle Spiele gewonnen hätte, dann wäre das wieder genau so gekommen, auch nach einer nicht so erfolgreichen EM. Da liegt es deswegen an uns, dass wir jetzt vielleicht genau diese zwei Doppelländerspiele wieder dazu nutzen, Erfolge einzufahren und vielleicht da wieder eine neue Euphorie zu entfachen. Ja, wie ich gerade vorher schon angesprochen habe, denke ich, dass schon Parallelen zu ziehen sein werden als fürs Spiel am Wochenende. Dass ja, gerade Mannschaften von der Insel sehr gerne auch versuchen, am Ende, wenn es eng ist oder wenn man hinten im Rückstand ist, dass man dann mit langen Bällen oder mit Standards agieren kann und dadurch immer Wucht ins Spiel bringt. Das haben wir jetzt auch in der Analyse und auch im Training schon als Schwerpunkt festgelegt, dass wir da uns dagegen stemmen müssen und versuchen müssen, gerade diese Situationen sollten wir in Führung gehen, gut zu verteidigen. Ja, es ist ähnlich, ja, weil es eben relativ ähnlich ist. Sie können richtig Gas geben, können dagegenhalten, sind auf sehr, sehr dynamische, schnelle Mannschaft und da braucht es dann auch von uns einfach eine physische Leistung, einfach an die Grenze zu gehen und eben auch wieder in den Zweikämpfen dagegen zu halten am Boden und eben auch in der Luft, weil in Irland war es dann schon so, dass wir auch oft nur Abschlüsse in der Luft zulassen haben. Das müssen wir jetzt in Wales verhindern. Schwer zu sagen. Also er existiert, er funktioniert und ich habe nicht die Summen kritisiert, ich habe nur gesagt, dass es einfach teilweise schwer nachzuvollziehen ist und dass man als Spieler oder als Teil dieses Geschäfts dann natürlich da auch immer mal wieder schauen muss, okay, wie kommt das jetzt zustande, aber dass es so ist, ist ja eben wie in der Wirtschaft ein ganz normales Produkt der Nachfrage. Ja? Wenn das bedient wird, wird es aber so weitergehen. Wie
den Fans nicht irgendwann dazu führen, dass man das bedeuten, bis wir den Abstieg gekämpft haben, reinschreit, scheiß Millionäre. Kann sein. Wer weiß, ob das, das war vor 20 Jahren schon so, aber wird da vielleicht noch extremer werden, aber da steht ich nicht drin, das kann ich nicht sagen, das ist auch schwer zu prophezeien. Es ist beides, hat beides seine Vor- und Nachteile, muss man ganz klar so sagen. Wir haben schon beides jetzt gespielt, es hat beides schon ganz gut funktioniert, aber ich denke doch, dass wir einfach auch, dadurch, dass wir das einfach länger und öfter schon gespielt haben mit der Viererkette, einfach mehr Abläufe und Automatismen haben, was als Mannschaft natürlich einfacher ist. Der Gegner spielt auch höchstwahrscheinlich mit Fünferkette bzw. drei und zwei Außen. Da kann es auch seine Vorteile haben, wenn man im Zentrum Überzahl hat. Das muss man wirklich immer individuell von Spiel zu Spiel schauen und ich glaube, dass wir beides beherrschen.